Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Ich konnte im Rahmen eines Impfprojektes nachweisen, dass die Handhabung der momentan vorhandenen Impfstoffe in Deutschland innerhalb der Hausarztpraxis problemlos möglich ist, sodass wir Haus- und Fachärzte für die Zukunft gewappnet sind, auch diese Impfstoffe, wie wir es immer gewohnt sind, mit allen anderen Impfstoffen in der Praxis zu verimpfen. Mein Name ist Markus Schulenberg, ich bin hausärztlicher Internist in Osnabrück und seit 14 Jahren in meiner Praxis tätig. Anfang März hat das Gesundheitsministerium in Hannover mit unserer zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufgenommen, um schon mal im Vorfeld zu probieren, wie kann das Impfen in der Häuslichkeit durch die Hausärzte und später dann auch durch die Fachärzte erfolgen. Hierzu hat dann die KV mit einigen Niedergelassenen in Niedersachsen Kontakt aufgenommen. Wir sind mittlerweile, waren wir 9 Praxen, die in der Häuslichkeit bzw. in der Praxis impfen durften. Es war so, dass 5 Praxen in Hannover, in der Wesermarsch, AstraZeneca-Impfstoff bekommen haben und diesen in der Praxis verimpft haben, praktisch als verlängerter Arm des Impfzentrums. Und wir waren 4 Hausarztpraxen in Osnabrück. Wir hatten einen etwas anderen Auftrag. Wir haben BioNTech-Impfstoff bekommen und sollten den an immobile Patienten und betreuende Angehörige in der Häuslichkeit wirklich verimpfen. Und das konnten wir auch in den letzten 3 Wochen ausprobieren. Das war zum Teil schon sehr ergreifend, was die Patienten uns dann entgegengebracht haben. Dass wirklich Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die zum Teil im Bett liegen und dadurch nicht wirklich ins Impfzentrum konnten, dabei aber auch durch die mobilen Teams etwas durch die Maschen gefallen sind, wenn wir da hinkamen und wirklich impfen konnten. Die sich befreit fühlten, die einfach diese Last und die Angst vor dem Virus ein wenig von sich lassen konnten. Und auch die Angehörigen, die dann sagten, wir können viel freier dann jetzt wieder zu unseren älteren Angehörigen gehen und wirklich haben eben nicht so die Angst, dass wir der Infektionsherd sind für Mutter, Vater, Oma, Opa. Das ist etwas diffus noch angegeben. Wir haben eine Möglichkeit, 18 bis 50 Impfungen pro Woche zu bestellen. Das heißt aber noch nicht, dass wir so viel Impfstoff, wie wir bestellen, auch geliefert bekommen. Es sieht jetzt so aus, dass wir am Dienstag vor Ostern unsere Bestellung bis 12 Uhr getätigt haben müssen und dass wir Mittwoch vor Ostern dann eine Information bekommen werden, wie viel Impfstoff wir in der darauffolgenden Woche verimpfen dürfen pro Praxis. Es wird so sein, dass wir rein nur Covid-19-Impfstoff bestellen mit einer Anzahl an gewünschten Dosen. Und wir dann gucken dürfen, was wir bekommen. Für die ersten 14 Tage ist es festgelegt, dass es BioNTech-Pfizer sein wird. Im Anschluss wissen wir noch nicht, wie das weitergehen wird. Wir sollen uns in der Niederlassung weiterhin an die Impfpriorisierung der Bundesregierung halten, haben aber einen gewissen Spielraum. Das heißt, wir als betreuende Ärzte, Hausärzte, auch die Fachärzte, wissen natürlich, welche Patienten sind besonders gefährdet, wenn sie an einer Erkrankung leiden sollten. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, den 35-jährigen schwerstkranken Lungenpatienten vor dem vielleicht 75-jährigen rüstigen
Patienten, der vielleicht lediglich an einem leichten Hypertonus, also einer leichten Bluthochdruckerkrankung leidet, zu impfen. Anfänglich werden wir ja wahrscheinlich nur mit relativ wenig Impfstoff geliefert werden. Frau Merkel sprach von 20 Impfungen pro Woche pro Praxis. Mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht etwas mehr. Aber so 20 Impfungen und auch wenn es 50 Impfungen in der Woche wären, sind natürlich keine wesentliche logistische Herausforderung, wenn man überlegt, dass wir in der Herbst-Wintersaison die Grippeimpfungen mit circa 50, 60, zum Teil auch 100 Impfungen pro Tag eigentlich neben der normalen Sprechstundentätigkeit erledigen können. In diesem Fall jetzt bei einer relativ neuen Impfung werden wir natürlich etwas mehr Aufklärungsbedarf leisten müssen, aber eine großartige Umstellung innerhalb der Praxis wird es nicht werden. Wir haben ja auch in der Vergangenheit die Infektionssprechstunden gut meistern können und wir werden jetzt aus der Infektionssprechstunde höchstwahrscheinlich eine Impfsprechstunde machen.